Hi, in dem Video zeige ich euch ein Bienenvolk, wo ein Betriebsschaden bekommen hat. Und zwar sind die buckelbrütig geworden. Buckelbrütig. Buckelbrütig bedeutet, dass eine Königin einfach überall unbegattete Eier reinlegt. Und normalerweise legt ja eine Bienenkönigin ein unbegattetes Ei in Drohnenzellen rein. Und begattete Eier in Bienenzellen. Und jetzt in dem Fall haben wir hier ein Bienenvolk gehabt. Da habe ich, wie eigentlich mit vielen Bienenvölkern, im Mai die Königin gewechselt. Das war nämlich eine Altkönigin und zwar, oh ne, die Statistik fehlt hier. Das war eine 2020er Königin, die zu alt ist, richtig. Und die Bienen haben mir schon das Signal gegeben, sie sind mit ihrer Königin nicht mehr zufrieden. Und dann habe ich die Altkönigin rausgenommen, habe die in ein nächstes Volk reingesetzt, das nur ein paar Generationen von neuen Königinnen zieht. Es war eine sehr schöne Königin eigentlich. Und die hat dann ja die Tochterkönigin hier drin belassen. Die Tochterkönigin ist gut geschlüpft, die haben wir auch alle gesehen, sah dann auch gut aus, wie eine Königin halt aussieht, eine gesunde. Und nochmal 14 Tage später, im nächsten Kontrollrhythmus, haben wir dann erkannt leider, dass die junge neue Königin in die Bienenzellen unbegattete Eier reinlegt. Und das nennt man dann in der Imkerei Drohnenbrütigkeit, beziehungsweise Buckelbrut. Warum Buckelbrut? Weil die Drohne, also ein unbegattetes Ei in Entstehung in der Bienenzelle, hat einfach zu wenig Platz. Und dadurch muss die Bienenzelle, ausweiten mit einem höheren Wachsdeckel. Und genau das ist dann das, was wir als Buckelbrut bezeichnen. Und wie man jetzt mit so einem Problem umgeht, deswegen mache ich ja auch das Video. In der ersten Linie ist halt erstmal wichtig zu gucken, wo ist eigentlich die Königin drin? Ist die Königin überhaupt noch da? Hat die Bienenmasse schon die Königin entfernt und Nachschaffungszellen angesetzt? Oder aber auch, ist vielleicht die Königin schon längst abgestochen worden? Und jetzt in dem Fall habe ich das vor 2 Tagen das erste Mal angeguckt. Das war bei meiner 14-tägigen Kontrolle. Und da habe ich überall noch Eier drin gesehen. Ich habe das ganze Bienenvolk 5-mal hintereinander durchgeguckt. Gestern noch mit dem Anton. Und auch wieder nur Eier gesehen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Eier nicht bereits von einer verstorbenen Königin sind. Weil, wenn ich heute ein Ei sehe, weiß ich nicht das Alter von dem Ei. Das Ei kann zum Beispiel 1 Tag alt sein, 2 Tage alt oder 3 Tage alt. Und erst bei dem Tag 3,5 ist ein sozusagen so in der Zelle stehendes Ei, springt auf und wird zu einer Larve. Und erst dann kann ich das Alter genau bestimmen. Also wenn ein Ei aufspringt mit 3,5 Tagen, kann ich genau sagen, so jetzt ist das Ding 3,5 Tage alt. Da wir jetzt, wie gesagt, vor 2 Tagen das jetzt mal reingeguckt haben, muss ich jetzt über andere Parameter gehen, ob die Bienen ihre Königin haben oder auch nicht. In allen Fällen haben wir hier schon mal eine neue Altkönigin reingetan. Deswegen eine Altkönigin, weil ich brauche einfach noch ein bisschen genetisch von dieser tollen Königin. Die soll sich noch mal vermehren in diesem Jahr. Und falls die Bienen doch die Königin abstechen sollten, wäre es jetzt bei der auch nicht allzu schlimm, weil sie ist so alt und muss dieses Jahr gehen. Was ich jetzt nochmal mache, ich kontrolliere jetzt nochmal die Bienenwaben mit der Brut auf Nachschaffungszellen. Also ich schaue jetzt hier in die Waben rein, ob wir hier möglicherweise Nachschaffungszellen haben. Die sind immer in der Mitte vom Nest, beziehungsweise bei Topperwaben können die auch mal am Rande sein und sieht dann aus wie eine Schwarmzelle. Und hier kann man das jetzt schon sehen, was ich meine mit der Buckelbrut, dass hier die normale Bienenbrut gar nicht flach aufliegt, wie sie sein soll, sondern dass die Larven immer dicker und größer werden, weil sie eben unbefruchtete Eier gewesen sind, zu einer Drohne sich entwickeln. Und als Varroafänger lasse ich jetzt erstmal das Brutnest natürlich drin. Man muss natürlich sagen, diese Brutwaben müssen dann definitiv entfernt werden. Und hier sehe ich jetzt auch übrigens die Königin. Zum Glück haben wir sie erwischt. Das ist natürlich jetzt super. 5-mal durchgeguckt, nicht gesehen. Jetzt sitzt sie gleich auf der ersten Wabe. Das hier ist unsere Königin. Und die Königin hier sieht ja super hübsch aus. Also das sieht nach einer richtig tollen Königin hier aus. Die hat einen dicken Thorax, einen prallen Hinterleib. Aber das Ergebnis hier ist halt leider auch nicht zu leugnen.
Und deswegen tut es mir wirklich leid für diese Königin. Nur, danke für dein Leben. Du bist jetzt Vogelfutter. Weil wenn ich das nicht tun würde, wäre das ganze Bienenvolk Vogelfutter. Beziehungsweise Varroafutter. Gut, dass wir jetzt nochmal die Königin gefunden haben. Weil jetzt ist die Annahme der neuen Königin natürlich nochmal wesentlich besser. Und hier kann man das nochmal sehen mit der Buckelbrut. So eine Wabe ist nicht lebensfähig. Also da schlüpfen wirklich nur verkrüppelte Männchen bei raus und da wird nie was Gutes bei rumkommen. Deswegen machen wir jetzt auch hier gleich Hauruck. Das ist ja schon eine voll verdeckelte Wabe. Und die schneiden wir raus und gehen dann in den Dampfwachsschmelzer rein. Wenn ich jetzt die Königin übrigens nicht sofort gefunden hätte, dann hätte ich jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile nach der Königin gesucht, dass man sich sicher sein kann. Wenn ich sie da immer noch nicht gefunden hätte, hätte ich nach Eiern geschaut und die neue Königin hier in dem Käfig, die ja offensichtlich von den Bienen angenommen werden möchte, die hätte ich erst dann rausgelassen, wenn ich entweder keine Eier mehr sehe in dem Bienenvolk oder, so wie jetzt heute, die Königin optisch erkannt habe, die rausnehmen kann. Die drohnenbrütige Königin. Und jetzt in dem Fall wird alles viel einfacher, weil jetzt kann ich die Königin, die neue, wo ich da eingeweißelt habe, hier im Käfig, die lasse ich morgen dann einfach raus. So, ne, mit der Position bin ich hier nicht ganz einverstanden. Die tun wir nämlich an die Seite. Und jetzt schauen wir einfach nur noch mal durch, ob wir noch mehr Buckelbrutwaben hier finden, die ich eventuell auch runterschneiden muss. Ja, hier haben wir halt leider auch so ein Teil. Gott sei Dank nur die Hälfte betroffen. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich schneide nur hier diesen Fehler raus vom Bienenvolk und lasse die restlichen drin. Weil das ist ja hier, wie Bienenbrut aussehen soll. Wenn man jetzt allerdings genauer guckt, so wirklich gesund ist das hier auch nicht. Reicht trotzdem aus, wenn man jetzt hier nur die Hälfte abschneidet. Aber wenn ich jetzt alles rausschneide, kommen die Bienen auch in andere Probleme rein. Dann mache ich das lieber Step by Step. Hier haben wir auch dasselbe Spiel. Dass die hier im unteren Raum, also hier oben sieht alles gut aus und dann ist sie hier buckelbrütig geworden. Da kann man jetzt auch ein bisschen, nachkalkulieren und sagen, die Königin war gar nicht von Anfang an buckelbrütig, weil das sind ja die Anfangseier, wo sie gelegt hat und da sind überall noch Bienen drin gewesen. Und erst im späteren Zeitpunkt, wo die Königin dann weitergekreiselt ist, hat sie da unten dann mit ihrer Drohnenbrütigkeit angefangen. Und hier können wir noch so eine Nachschaffungszelle sehen, weil das ist das, was die Tiere machen, also die eigenen Bienen, wenn sie ihre Königin von sich aus abstoßen wollen. Das, was ich gerade gemacht habe mit der Königin, wegdrücken, Vogelfutter, wäre in der Natur so oder so passiert. Und als Mensch und Imker kann man das erkennen, wenn man hier diese Zellen an der Seite sieht. Das hat mit dem Schwarmtrieb nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur, weil die Bienen sagen, hey, wir brauchen eine bessere Königin und versuchen sich aus ihrem eigenen Erbgut eine eigenständige neue Königin zu ziehen. Und ich als Mensch und Imker, der das Bienenvolk pflegt und betreut, kann dann diese Prozesse im Bienenvolk natürlich beschleunigen, an die Betriebsweise vom Mensch anpassen, weil wenn das in der Natur passiert wäre, sind halt die Überlebenskarten für das Volk wirklich gering, weil einfach viel zu schnelle oder viel zu oft Brutunterbrechungen drin sind. Und die Bienenmasse natürlich dann stetig abnimmt, explizit wenn das so viel, so wie hier wieder, ne? Also ich meine, da wäre ja vielleicht nur ein Drittel Bienenmasse rausgekommen und der Rest wären diese Krüppeldrohnen gewesen und damit wäre das Bienenvolk auch für Räuberbienen und andere Bienenvölker freiwild. Die Wabe müssen wir jetzt leider komplett rausnehmen, das funktioniert mit der sonst nicht. So, und abgeschnittene Waben kommen übrigens immer links rechts hin, weil wir hier auch noch nicht einkalkulieren können, wie schnell die Bienen hier wieder den Bautrieb ausleben.
So sieht übrigens aus, wenn die Bienen ihre Königin haben wollen. Die strecken ihren Rüssel rein und die Zunge wird die Königin gefüttert und gepflegt. Die tun wir jetzt auch hier wieder rein, dass die nicht so in der Sonne rumliegt. Und die Königin lasse ich natürlich jetzt erst morgen manuell raus. Hier haben wir nochmal genau dasselbe Spiel, viel zu viel Drohnenbrut drauf. Gleich mal weg damit. Leider hier auch. Ja, also die Wabe hier sieht jetzt so übel aus, dass ich die komplett rausschneide. So, ist jetzt Gott sei Dank die erste Wabe, mit der man auch noch weiter schaffen kann. Da ist nämlich keine Buckelbrut drin gewesen. Deswegen setzen wir die jetzt mittig. Wir haben es tatsächlich durch die Aktion der Nestbau ein bisschen durcheinander gebracht. Hier, die lassen wir auf jeden Fall mal im Außenbereich, weil das eine wirklich, also hier kann man es nochmal sehen, ne? Wenn die Königin normalerweise unbegattete Eier legt, dann macht sie das nicht in diese kleinen Zellen rein, wo die Bienen schlüpfen, sondern die machen das in die großen Zellen, wo für die Bienen auch vorgesehen sind für die Drohnenbrut. Da haben wir einfach ein anderes Zelldurchmesser. Und wenn die Biene, die Königin hier ein unbegattetes Ei legt, dann ist die Metamorphose von der viel dicker und größer werdenden Drohne auch hier mit dem Platz natürlich auch genau richtig. Während eben eine Drohne, die eigentlich in so einer Geburtsstätte groß werden sollte, hier drin wachsen würde, diese sogenannte Buckelbrut passiert. So, die Waben da hinten brauche ich nicht angucken, weil da sind nur noch Futterwaben, keine Brut mehr. Und, naja, komm, das machen wir hier auch mittig hier. Das ist nochmal ein Ticken besser. Immer die Königin mittig reinsetzen, ist für die Annahme auch etwas klüger. So, hier räubern die Tiere übrigens schon wieder, deswegen machen wir hier gleich mal zu. Hier können wir auch wieder schließen. So, und dann geben wir das alles in die Statistik nochmal ein, dass wir hier jetzt auch Brut rausgenommen haben, im Juni noch Brut rausheben, Rest habe ich gestern gemacht. Und morgen lasse ich dann die Königin hier per Hand frei. Und dann lassen wir die da mal nochmal 2 Wochen Eier legen. Und auch dann muss ich die Altkönigin nochmal rausnehmen, dann sollen die Bienen von dem neuen Gelege der Königin nochmal weitere Töchter ziehen. Und somit habe ich dann in den nächsten paar Wochen die Tochter von einer ganz besonderen 2020er Königin im Volk. Und die darf dann, wenn sie gut ist, die nächsten 1-2 Jahre auch in ihrem Bienenvolk bleiben. So, das war's. So rettet man ein Volk mit Buckelbrut. Ciao.